laut geht dann die Anlage mal. Also jo, passt ja eigentlich dann Kato dazu, nur hier ein Lied nach. So. Mensch oder Lemming, Mensch oder Lemming, Mensch oder Lemming, Mensch oder Lemming, Mensch oder Mensch oder Lemming, du musst dich entscheiden. Dein Vordermann wird vielleicht nicht mehr lang bleiben. Er geht neue Wege oder stürzt in den Abgrund. Vor dieser Wahl stehst auch du, die Bedenkzeit ist um. Mensch und Lemminge haben viel gemein. Ein Pepp läuft vor, die anderen hinten drein. Sehen den Abgrund nah, die ersten stürzen schon. Deine ganze Family, Vater, Mutter, Tochter, Sohn. Ah, Moment. Einfach immer weiter, vorausgetretenen Fahnen. Vor dir einer, nach dir auf. Vergesst die unsere Gaben. Die Welt ist so, weil wir es so wollen. Die Sterne vom Himmel könnten wir uns holen. Doch abseits des Weges lauern schlimme Dinge. Terror, Hass, kranke Umwelt, Gefahr ist schon in unserem Sinne. Und überhaupt, was sollst du dich beklagen? Dir geht's doch ganz gut. Die anderen sind auch still. Das zügelt die Wut. Schöpfungswesen mit göttlicher Macht. Ja, hör gut zu. Dabei hab ich an dich gedacht. Deinen Weg bestimmt zur Zeit. Und die Prophetierenden schauen hämisch zu. Sie hindern schon lange uns alle daran, die Wege zu sehen, die der Mensch gehen kann, wo sie uns hinführen. Da ist es nicht schön. Doch jeder von uns kann auch andere Wege gehen. Mensch oder Lemming, du musst dich entscheiden. Dein Vordermann wird vielleicht nicht mehr lang bleiben. Er geht neue Wege oder stürzt in den Abgrund. Vor dieser Wahl stehst auch du, die Bedenkzeit ist um.
liebe Fußballfans, ich freue mich auch, dass Deutschland gewonnen hat. Wie gesagt, ich fände es schöner, wenn keine Menschen dafür sterben müssten. Ich muss halt ganz ehrlich sagen, also, das ist so jetzt echt krass hier. Ich komme nicht umhin, ich weiß nicht, mir kommt das einfach komisch vor. Guckt euch doch mal die Leute an, ich freue mich ja, dass sich alle freuen. Warum freuen wir uns denn nicht, dass wir endlich mal irgendwie eine friedliche Welt haben, anstatt über so einen Scheiß dann, der mit solchen Leid verbunden ist. Das ist nur meine persönliche Meinung, aber... Medienmanipulation! Ja, es scheint zu funktionieren, immer noch Brot und Spiele, was soll man sagen? Und wir hatten ja ganz eben kurz das Thema, ne? Kaum fängt die WM an, werden einfach Sachen umgesetzt im Parlament, hier das Fracking-Gesetz erlaubt von wegen, ne? Wer noch keine Ahnung hat von Fracking, genau dort wird es umgesetzt. Warum nur? Vielleicht, weil keiner was mitkriegt, weil alle irgendwie was anderes im Kopf haben. Ich meine, Brot und Spiele! Ne? Was soll man sagen? Das ist doch hier Ausnahmezustand. Ja, vielleicht einfach nochmal gerade dann hinter dem Hintergrund. Wie gesagt, ich verstehe es ja, aber wer es noch nicht mitbekommen hat, für den Bau des Stadions in Brasilien wurden hunderttausende Menschen gewaltsam umgesiedelt. Es werden Straßenkinder ermordet in den Straßen, damit die Straßen sauber sind für die Touristen, damit alles schön aussieht für die WM, damit alles glänzt. Ist es das wirklich noch wert, ein Spiel? Ich kann es nicht verstehen. Tut mir leid, ich kann es nicht verstehen, wenn ich das sehe. Genau. Das sind wie die modernen Gladiatoren. Das sind heute unsere Helden, weil wir ja anscheinend kein Schlachtfeld mehr haben, wo wirklich einer die Eier in der Hose hat, mit einem Barbarenschwert mal 100 Leute auf die loszugehen. Dann ist ja halt alles nur Knöpfchendrückerei und dann sind 1000 Leute tot. Ne? So, und da brauchen wir andere Helden. Und was sind das? Millionäre, die Fußball spielen, die es nicht interessiert, dass dafür, dass sie dort noch mal ein paar Millionen verdienen, Menschen abgeschlachtet wurden, muss ich leider so sagen. Ich kann mich bezüglich der WM auch nicht zurückhalten. Ich finde, das grenzt irgendwo an Zynismus heutzutage. Zynismus hat viele Gesichter und in so einem Event wie heute zeigt es ein ganz hässliches Gesicht. Wir haben hier, ich weiß nicht, hunderte von Autos rumfahren, die für eine beschissene Sache auf die Straße gehen. Den Sport respektiere ich von mir aus, keine Frage, aber für eine beschissene Sache. In Brasilien, wie der Stefan schon gesagt hat, sterben Menschen und hier fahren Leute laut hupend rum. Ich habe da kein Verständnis mehr für. Wir leben in einer Zeit, in der Information eigentlich alles ist, in der jeder die Chance hat, sich darüber zu informieren, was dort unten abgeht in Brasilien. Aber keine Sau interessiert es, damit ihr scheiß Spaß nicht gestört wird, ihr beschissener Sommerrausch nicht gestört wird, indem sie weiter in ihrer Besinnungslosigkeit verharren können. Und dann hinterher jammern können, damit sie am Red Nose Day den beschissenen Firmen die Kohle in den Rachen schmeißen können. Damit sie an Weihnachten wieder spenden können, um sich den modernen Ablass zu kaufen. Aber dort, wo es Sinn machen würde, etwas zu boykottieren, wie diese WM, die Menschenleben kostet, dort sieht man sie nicht. Und das ist ziemlich zum Kotzen. Ja, ich weiß auch nicht, ich finde es halt einfach traurig. Sind wir denn wirklich schon so weit, dass die Menschen solch einen gesteuerten Emotionsablauf brauchen, wo sie dann innerhalb dieser Zeit einmal ausflippen dürfen, da ist es okay, weil jetzt 11 Menschen in einem Spiel es geschafft haben, den Ball öfter in ein Netz zu schießen als die anderen. Es kommt dann auch noch dabei, das hat ja gar nichts mehr damit zu tun. Es wird ja eingekauft, wer am besten spielen kann, ist in der Mannschaft. Ne? Also das ist. Ja. Und vielleicht noch das, also was ich ja im Vorfeld gehört habe, dass die Leute gesagt haben, ja, aber das ändert ja nichts, wenn ich nicht gucke. Ja, es ist zwar richtig, das ist jetzt schon alles bezahlt und die ziehen das durch. Und wenn noch hunderte von Kindern sterben müssen, ziehen die das durch. Die haben da 250.000, eine Viertelmillion Soldaten zusammengezogen, dass die Fußballspieler sicher Fußball spielen können. Muss man sich mal überlegen. Und hier wird das Ganze halt gefeiert wie ein Volksfest, was es eigentlich auch sein sollte. Den ganzen Monat lang. Ja. Na gut. Ich nutze das. Und bei den Hintertüren werden dann
Entscheidungen getroffen, die gegen die Menschen sind. Ja? Also, ja. Okay, dann machen wir aber vielleicht hinterher, wenn die mit Tude fertig sind. Da bist du leise. Ich hätte jetzt noch ein Lied zum Thema Boykotts. Wer mag denn noch mal das Mikrofon halten? Hast du mich gehört? Der Mist wird und dann gibt es nachher noch, wenn die Tude Reimer vielleicht dann in so 5 Stunden etwas nachgelassen hat und etwa 50 Millionen Liter Benzin in Deutschland verheizt wurden. Ohne Scheiß, oder? Alle beschweren sich, sagen kein Geld. Ich habe kein Geld für dumm im Auto rumzufahren und zu hupen. Macht es nicht, mein Gott. Die Wirtschaft macht es nicht, mein Gott. Denkst doch du, so kannst nicht weitergehen. So kannst nicht weitergehen. Kannst auch du die Lügen nicht mehr sehen. Ich kann sie nicht mehr sehen. Bist auch du die Ohnmacht. Was kann ich tun? Was kann ich nur tun? Doch nur schlaues Tier, welch ein Huhn. Welch ein Hoch, voll verspielt. Du hast die Wahl, du kaufst ein, du hast die Macht. Mensch, das kriegen wir hin, wäre doch gelacht. Du hast die Wahl, du kaufst ein, du hast die Macht. Mensch, das kriegen wir hin, wäre doch gelacht. Wirtschaftsboykott. Macht es nicht, mein Gott. Die Wirtschaft macht es nicht, mein Gott. Die Lösung liegt zum Greifen nah. Mensch, sieh doch hin. Entscheidungsfreiheit ist noch da. Noch kauf ich nix, was dem Leben schadet. In welcher noch immer ist der Plan von oben schnell im Arsch. Schnell im Arsch. Du hast die Wahl, du kaufst ein, du hast die Macht. Mensch, es ging mir hin, wäre doch gelacht. Du hast die Wahl, du kaufst ein, du hast die Macht. Mensch, es ging mir hin, wäre doch gelacht. Wirtschaftsboykott. Macht es nicht, mein Gott. Die Wirtschaft macht es nicht, mein Gott. Auch die FIFA und diese Wirtschaft nicht. So, dann hätte ich, würde ich noch einen Song machen. Und, der Sascha hat einen. Obwohl, das ist noch ein bisschen laut. Warten wir noch ein klein bisschen zu. Sascha, du würdest noch etwas erzählen noch oder wie? Oder noch? Oh mein Gott, ist auch halb 8. Halb 8, okay. Hey, Schimon, Tude, will das hier?